Inside Ausgabe 9. Herr Woltmann, schönen guten Morgen. Kann man mal, die Jungs trainieren nämlich gerade, kann man mal rüber gucken. Da fangen sie gerade das Training an. Exakt Inside Ausgabe 9. Servus Freak, schön, dass ihr mit dabei seid. Viel hat sich getan in den letzten zwei Wochen. Zwar keine aktuellen Spiele, die Brose Baskets ja erst am kommenden Sonntag wieder endlich mal daheim aktiv, nach mehr oder weniger vier Wochen jetzt dann auswärts unterwegs. Aber natürlich auch sonst einiges geboten, unter anderem in sozialen Bereichen. Da gibt es ein soziales Projekt, die Brose Baskets, mit dem Jugendknast in Ebrach. Und was es damit auf sich hat, Stefan Hoffmann hat sich da mal genauer darüber informiert. Ebrach, früher Zisterzienserkloster, heute Jugendstrafanstalt mit rund 300 Inhaftierten. Und der Rahmen für ein außergewöhnliches Basketballprojekt. Hans Lier, der katholische Gefängnispfarrer, mag diesen Sport. Aber nicht nur deshalb hat er die Gruppe für die jungen Männer organisiert. Er weiß, dass Menschen beim Mannschaftssport viel von sich zeigen. Wie kooperativ ist jemand? Bringt er sich in seine Mannschaft ein oder sieht er nur sich? Ist jemand in der Lage, Verantwortung zu übernehmen für sich? Das heißt, nehme ich den Schuss oder passe ich noch mal weiter? Wie gehe ich um mit Frust, wenn der Ball daneben geht, wenn ich immer noch nicht treffe? Lasse ich dann einfach die Flügel sausen oder versuche ich es doch noch mal? Ne? Also das sind Dinge, die man teilweise eins zu eins übertragen kann auf das Leben. Und von daher gibt es sehr wohl eine Verbindung zwischen Sport und Seelsorge, zwischen Basketball und Lebensbegleitung. Das katholische Basketball ist ein Brückenschlag zwischen drinnen und draußen. Ehrenamtliche Trainer sorgen für das Sportliche, derweil Hans Lier Erkenntnisse für seine Einzelgespräche mit den Gefangenen gewinnt, die bei der Persönlichkeitsbildung helfen sollen. Die Gefangenen schätzen das Engagement des Pfarrers. Er weiß halt auch, dass wir Basketball lieben und er setzt sich halt auch deswegen dann für uns ein. Und der ist dann halt auf uns zugekommen, hat gefragt, ob wir es gerne machen würden, dass freitags immer einer kommt von draußen, ein Trainer oder ein Schiedsrichter, der das draußen halt gemacht hat und dann halt mit uns hier zwei Stunden spielt. Haben wir natürlich gut gefunden, ja. Und jetzt jeden Freitag hier. Ich brauche einen Ausgleich, ja. Man hat seine Arbeit, man hat seinen Job und da braucht man einen Ausgleich. Und Basketball ist mein Ausgleich. Da kann ich Frust ablassen, kann Spaß haben. Und das braucht man hier drin auch, weil sonst geht man unter. Die Brose Baskets tragen das Projekt seit seiner Entstehung mit, namentlich in der Person von Volkmar Zapf, der die ehrenamtlichen Struktur aufgebaut hat. An diesem Nachmittag ist Brose Baskets Sportkoordinator Volker Stix nach Ebrach gekommen und hat einen Jugendspieler und einen Coach mitgebracht. Und eine interessante Neuigkeit. Wir wollen versuchen, unser Netzwerk, das große Netzwerk, über das die Brose Baskets verfügen, zu nutzen, um vielleicht eine Lehrstelle für den einen oder anderen zu ermöglichen, um bei der Wohnungssuche zu helfen. Ganz einfach, um bei der Integration in den normalen sozialen Alltag über unser Netzwerk die ein oder andere Hilfestellung zu leisten. Ein Gefangener hat Stix seine Bewerbung mitgegeben. Fehlversuche hatte er in seinem Leben eine ganze Menge, aber er hat nicht aufgegeben. Jetzt ist es an der Zeit, mal einen reinzumachen. Dieses Engagement ist kein soziales Feigenblatt. Die Profisportorganisation Brose Baskets sieht sich in der Pflicht für die Region, vor allem für die Jugendlichen. Es werden nicht nur vielversprechende Talente für den Leistungssport gesucht und ausgesiebt, man verschreibt sich auch dem Breitensport und der Idee gesellschaftlicher Integration, wie hier beim katholischen Basketball. Ich glaube, es wäre auch falsch, auch nur einen Jugendlichen in diesem Alter abzuschreiben. Das sind, wenn man sie hier auf dem Basketballfeld erlebt, und wir sehen es ja gerade hier im Hintergrund, sind es alles eigentlich gute Jungs. Und es ist fast für jemanden, der das Basketball einmal erlebt, verwunderlich, wie da einer auf die schiefe Bahn geraten konnte. Es ist passiert, dafür müssen sie hier ihre Strafe verbüßen. Aber ich denke, es wäre falsch, auch nur einen abzuschreiben, sondern ihnen Hilfestellungen zu geben, wie sie diesen Weg zurückfinden können, dass sie diesen Weg dann selbst gehen müssen. Auch das ist selbstverständlich. Nicht selbstverständlich ist die Kombination aus Sport und sozialer Kompetenz, auf die der Erfinder des katholischen Basketballs große Hoffnung setzt. Für die Jungs ist es oft wichtig, aus ihrem bisherigen Milieu herauszukommen, und über Basketball und natürlich dann auch über Arbeit, über Wohnung kann so eine Resozialisierung gelingen. Und wenn jemand dann draußen auch noch in einer Freizeitmannschaft oder in einem Verein Basketball spielt und weiterspielt, dann denke ich, sind die Linien in der Weise gezogen, dass man sagen kann, diese Resozialisierung könnte gelingen. Carsten Tada, jetzt beim Training, aber in der vergangenen Woche, da war er noch ganz anders aktiv, genauso wie viele andere Jungs der Brose Baskets. Autogrammstunde hieß es nämlich, und was die Jungs da alles erlebt haben, das gibt's jetzt.
Alle Jungs sind quer durch den Landkreis verteilt, schreiben kräftig Autogramme. Carsten und Karl-Heinz sind im Möbelhaus Philipp und das nur zwei Tage vor dem vermeintlich schwierigen Spiel in Frankfurt. Stört das nicht in der Vorbereitung? Nee, es ist okay, weil wir haben den Fans einiges zu verdanken und dann ist es immer eine coole Sache, den Fans, die Fans auch mal außerhalb vom Platz zu sehen, ein paar Autogramme zu schreiben, denen auch zu danken für die Unterstützung und da ist es eine gute Sache. Kurz Werbung hier bei Inside im Brose Baskets TV-Magazin. Dranbleiben lohnt sich aber in jedem Fall, denn anschließend erläutert Wolfgang Heider, wie es denn nun ausschaut mit einer eventuellen Verpflichtung von Dirk Nowitzki. Wo finden Sie eine große Auswahl an Möbeln? Einen leistungsstarken Service, ehrliche Beratung, innovative Einrichtungsideen, super günstige Preise, stilvolle Wohnaccessoires, namhafte Hersteller und erstklassige Angebote rund ums Wohnen? Natürlich bei Gleisner. Gleisner Wohnen erleben in Tirschenreuth, ganz in Ihrer Nähe. Innenistdrinnen.de, die Singlebörse mit Herz, hilft Ihnen, Ihren richtigen Partner zu finden. Flirten, daten, Freunde treffen oder für eine feste Partnerschaft. Innenistdrinnen.de, flirten, treffen, sich neu verlieben mit www.innenistdrinnen.de. Unglaublich, aber wahr. Bei Gleisner Wohnen erleben in Tirschenreuth ist jetzt jeder 10. Einkauf umsonst. Bei unseren VIP-Einkaufstagen vom 10. bis 12. Februar erhält jeder 10. Käufer sein Geld zurück. Dazu 28% Rabatt auf Möbel und Küchen und tolle Preisschnäppchen in unserem neuen Sonderpostenmarkt. Toller Tag. So kriegst du sie doch nie rum. Sag was über ihre Haare. Du hast Haare. Na toll. Danke. Oh, so wird das doch nie was. Oh. Na also, geht doch. Endlich. Juhu. Neu, Cornetto Enigma. Entdecke den leckeren, weichen Schokokern, umhüllt von cremigem Vanilleeis mit knusprigen Mandelstückchen. Cornetto Enigma. Entdecke, was drin ist. Im Service sind keine Grenzen gesetzt. Ihr Einrichtungshaus Philipp in Bamberg, direkt am Berliner Ring. Zurück bei Inside, dem Brose Baskets TV-Magazin. Und dass sich Basketball und Fußball nicht wirklich ausschließen, das konnten rund 200 Besucher letzte Woche beim Neujahrsempfang der Brose Baskets miterleben. Da war nämlich der Stargast Paul Breitner, Fußballlegende, Weltmeister, Europameister. Eigentlich hat er alles gewonnen, was man als Fußballer in Deutschland und Europa gewinnen kann. Und er hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber natürlich auch erzählt, warum er ganz begeistert und fasziniert vom Basketball ist. Zunächst aber natürlich Fußball. WM-Finale 1974, Deutschland-Italien. Breitner schießt den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich. Der Rest ist seit langem bereits WM-Geschichte. Dass mich dieser holländische Wohnwagentorwart dann auch noch verarschen wollte, der hat mir, wenn ich jetzt mich mit dem Rücken an Sie wende, bitte um Entschuldigung, aber um das zu erklären, ich laufe an und als ich schon am Ball bin und aushole, macht er die Bewegung. Er verlegt sein ganzes Gewicht also darüber, bietet mir vermeintlich also diese seine linke Seite an, aber nur vermeintlich, weil er verlagert hier, um dann darüber zu springen. Und da hat wieder da oben was funktioniert und da hat da oben jemand gesagt, nein, du Holländer nicht, nicht. Über dich ärgere ich mich schon Jahre jetzt auf der Autobahn und vielleicht künftig auch noch.
Breitner trifft, Deutschland wird Weltmeister. Davon sind wir im Basketball zwar noch ein ganz weites Stückchen entfernt, nichtsdestotrotz, Breitner steht auf diesen Sport. Immer wenn ich in München bin, dann gibt es für meine Frau und für mich nichts anderes, ja, als dass wir hingehen, weil es ist eine faszinierende Sportart, es ist eine ästhetische Sportart und es ist eine Sportart, die ein wunderbares Pendant zum Fußball ist, von der Stimmung her, davon, dass es ein, dreiviertel Stunden keinen Leerlauf gibt. Ja, da gibt's, du hast die Cheerleader, du hast irgendeine Band, die dann spielt. Du hast ein Rahmenprogramm, das mir beim Fußball abgeht, das mir beim Fußball fehlt. Also wenn ich mir überlege, dass wir in den meisten Stadien in der Halbzeit überhaupt nichts haben und dass ich in den letzten Jahren auch immer wieder erleben musste, so muss ich es ausdrücken, dass das einzige Halbzeitprogramm in diesem oder in dem Stadion, das ist, dass eine Militärkapelle rauf und runter marschiert, da kriege ich einen Vogel. Also, Auch in der Hinsicht ist das, was Basketball bietet, zumindest das, was ich jetzt gerade auch in München erlebe, doch etwas, ja, von dem ich sage, das hat was. Die Brose Baskets sind das momentane Maß aller Dinge im deutschen Basketball. Doublegewinner der letzten Saison, unangefochtener Tabellenführer der momentanen. Attribute, die normalerweise den FC Bayern München charakterisieren und auszeichnen. Aber der Basketballfan Paul Breitner, er bleibt auf dem Boden und total bescheiden. Also soweit sind wir noch lange nicht. Wir haben jetzt einmal den ersten Schritt hinter uns und nach dem gestrigen Spieltag gibt es so, es hat vorher auch keine Frage gegeben, ob aufsteigen oder nicht. Und jetzt gibt es nach dem gestrigen Spieltag, Würzburg hat wieder verloren. Also wir müssen, glaube ich, 18 Mal jetzt verlieren, dass wir nicht aufsteigen würden. Also dieser erste Punkt von drei entscheidenden Punkten für die Zukunft der Basketballer bei Bayern ist gegessen. Das ist der Aufstieg. Die zweite Frage, der zweite Punkt ist die Frage der Halle. Mhm. Ja, gibt es in München eine adäquate Halle, in der sich Basketball in München lohnt oder in der es Sinn macht, dort zu spielen? Und die dritte Frage ist schlicht und ergreifend, was passiert mit Dirk Bauermann? Mhm. Ja, wie fällt die Entscheidung im März, soll es ja soweit sein, wie fällt diese Entscheidung im Hinblick auf Dirk Bauermann? Denn davon wird bei uns sicherlich ganz entscheidend die Frage abhängig sein, ob Uli Hoeneß und seine Leute weiter steil gehen, mhm, und sagen, wir wollen auch im deutschen Basketball an die Spitze, oder ob dieses Pflänzchen gleich wieder am Verschwinden ist. Zunächst müssten die Bayern aber ja erst einmal an den Baskets vorbei. Und wie sagte Michael Stoschek kürzlich so schön, das Beste am Bayern-Aufstieg ist, genau, dass wir sie dann schlagen können. Die Autogramme der Basketspieler, sie sind natürlich äußerst beliebt, aber ein anderer Beliebter, der könnte bald dazukommen. Es hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass Dirk Nowitzki im Falle eines Lockouts in der NBA eventuell nach Bamberg zu den Brose Baskets kommt. Ob es eigentlich wirklich nur ein Gerücht ist oder ob da vielleicht auch ein paar wahre Fakten mit dabei sind, all das erklärt jetzt der Geschäftsführer der Brose Baskets, Wolfgang Heider. Fakt ist, die NBA steht eventuell vor einem Lockout, bedeutet, es gibt nächste Saison keine Spielzeit. Heißt, die Spieler müssen sich anderweitig umsehen. Dirk Nowitzki sagte bereits öffentlich, im Fall der Fälle könne er sich eine Rückkehr nach Deutschland vorstellen. Seither hält sich hartnäckig das Gerücht, Deutschlands bester Basketballer kommt in die Domstadt. Also es ist so, dass der Dirk ja dieses Gespräch zu spielen in Deutschland selbst im Interview mitgeteilt hat. Also das ist ja von den Journalisten dann aufgegriffen worden und es gibt sicherlich in Deutschland drei Clubs, die dann dafür in Frage kommen, auch von der sportlichen Situation. Das ist auf der einen Seite Alba Berlin, das ist Bayern München und das sind die Brose Baskets. Und ich würde das nie ausschließen. Also wir würden alles dafür tun, das hinzukriegen. Ich denke, die wichtigsten Hausaufgaben, die wir erledigen müssen, ist, dass wir Meister werden, dass wir dann wieder die Chance haben, in der Euroleague zu spielen, weil dieser sportliche Anreiz könnte vielleicht den Ausschlag geben. Die Lockout-Entscheidung soll es um den 20. Februar geben, dann wissen wir alle mehr. Und das war sie, die aktuellste Ausgabe von Inside, dem Brose Baskets TV-Magazin. Ja? Auch in zwei Wochen gibt's wieder eine Sendung, wenn uns Carsten Tada nicht stört. Und, aber Carsten Tada, gutes Stichwort, denn es gibt nackte Tatsachen. Unter anderem auch den.